Da startet auch meine Aufnahme. Und Leute, ihr seht's, ein wunderschöner Shader, bei dem es gerade zwar leckt. Und der Wambo ist auch nicht dabei, in-game, aber im TeamSpeak. Hi. Oh, es leckt gerade. Wenn man aufnimmt, leckt es echt mega. Es ging gerade von den Lags her, muss man sagen. Aber Leute, bitte, guckt euch das Wasser an. Und guckt euch die Blätter an. Bitte. Das ist der Summer Sunset Shader. Glaube ich, so heißt der. Und ohne Spaß. Ich bin begeistert, muss ich sagen. Ich bin wirklich richtig begeistert. Ich freue mich wie ein kleines Kind an Weihnachten. So, ich bräuchte jetzt ein Eisen, um zu gucken, wie das Feuer aussieht. Aber wisst ihr was? Dazu muss ich gar nicht auf dem Server gehen. Das hier wird jetzt mal einfach eine Testrunde. Ich habe hier gerade nämlich schon getestet den Shader. Schade. Warum? Aha. Ach Leute, das ist schön. Ich muss mal eben den Server schließen, damit da keine unbefugte Person drauf geht. Und Leute, bitte. Das sieht doch. Guckt euch die Slimes an. Wie durchsichtig die sind. Wie man sich Slimes halt vorstellt. Aber damit es hier nicht so leckt, mache ich jetzt mal die Monstren aus. Und dafür das Feuer an. Oh. Naja, das Feuer hat sich jetzt nicht wirklich geändert, aber es sieht cool aus. Und warum ein Feuer Schatten wirft, das weiß ich auch nicht. Das ist ganz seltsam. Tom, Ja. es ist zufällig, was Wildschwein auf Englisch heißt. Ja. Warthog. Warthog. Ja. Also Wart. Wart. Hock. Warthog. Dankeschön. Warum? Ja, ich nenne so eine Kreatur von mir. So. Die A10. Die A10 Warthog. Oder Thunderbolt. Oh Leute, wie schön das aussieht. Aber ohne Spaß. Warum kann ich den Baum durch meine Hand sehen? Ich werde jetzt erstmal einen anderen Shader austesten. Ich werde jetzt mehrere Shadrits. Aha. Shader austesten, wie die so sind, ob die laggen oder ob die halt nicht laggen. Wird schön. Was ist mit dem? Moment mal kurz. Ach so. Boah, ich dachte gerade, ich könnte durch dieses Pferd durchgucken, aber es ist einfach nur weiß. Hey, ich kann da ja wirklich durchgucken. Warum? Das ist ja. Die ganzen Mobs sind ja transparent. Wie meine Hand. Ohne Spaß, die Mobs. Die Mobs sind alle einfach halb transparent. Man kann da durch den Horizont sehen. Also der Shader, der kommt für mich überhaupt nicht mehr in Frage. Okay, tschüss Leute. Ach scheiße, geht gerade nicht. Muss ich halt so machen. Warum kann ich durch die Viecher durchgucken? Naja, egal.